Singen macht Spaß, Singen macht stark. Das ist das Leitmotiv des Schulsingprojekts Cantania, das aus Barcelona stammt und seit 2012 unter der Federführung des Musikforums Castellaun auch in Rheinland-Pfalz durchgeführt wird. Cantania ist ein Singprojekt für Schülerinnen und Schüler der 3. bis 6. Klasse. Der Name ist eine Wortschöpfung aus dem Katalanischen und bedeutet so viel wie zeitgenössische Kantate. I am conductor, and in Cantania, I am one of the artistic directors. This activity it born in Barcelona 24 years ago. At the very beginning, maybe 600 only were from the schools of Barcelona. Slowly they grow up. Nowadays it's around 38,000 children in Catalonia. I think Volker Klein, every project, I think, needs a soul, a person that leads and all day is thinking about it. So I think they are doing a very, very big job. And he works little by little, but non-stop, till now, that is the second year, with double children, and the last year, 1,000. And with a very nice result. Für das Cantania-Projekt wird jedes Jahr eine einstündige Kantate für Kinderchor und professionelle Musiker in Auftrag gegeben. Danach werden die Musiklehrer der teilnehmenden Schulen in Fortbildungen in die Komposition eingeführt. Wie wir aufs Projekt kamen, es war so, dass wir eine E-Mail von unserer Schulleitung bekommen haben. Die habe ich mir durchgelesen und fand es interessant und bin zur Fortbildung und war direkt begeistert. Bei der ersten Fortbildung ging es erstmal darum, dass wir das Stück kennenlernen. Das hat sehr viel geholfen, weil man einfach die Lieder so erstmal direkt selbst gesungen hat. In einer Übungsphase von etwa 5 Monaten studieren die teilnehmenden Lehrer das Stück mit ihren Schülern ein. In dieser Zeit werden auch Bewegungen zu den einzelnen Liedern geprobt und gemeinsam mit den Kindern kleine Requisiten hergestellt. Jetzt machen wir noch mal ein bisschen was für den Mund, weil den brauchen wir ja beim Singen. Also wir machen sehr, sehr viel Spaß. Wir singen, wir machen Bewegungen. Und ich bin auch aufgeregt, weil da so viele Leute zugucken. Ich finde, es macht sehr Spaß zu singen auch. Ich freue mich sehr. Wir geben ein Konzert, ein großes Konzert. Da sind bestimmt auch mehr Leute als 100. Das am Anfang ständig lernen, aufrecht sitzen. Da seid ihr immer direkt runtergegangen. Ständig lernen. Komm auch vorne an. Im Juni 2012 feierte Cantania mit überwältigendem Erfolg seine Deutschlandpremiere in der Phoenixhalle in Mainz. Die Verantwortung und Organisation des Projektes in Rheinland-Pfalz liegt in den Händen des gemeinnützigen Vereines Musikforum Castellaun und seinem künstlerischen Leiter Volker Klein. Cantania möchte Kindern die Freude an der Musik und am Singen vermitteln. Dabei ist es wichtig, dass alle Kinder an dem Projekt teilnehmen können, unabhängig von ihrer musikalischen Vorbildung, ihren sonstigen schulischen Leistungen oder ihrer sozialen und kulturellen Herkunft. Die Kinder wachsen an diesem Projekt, gewinnen an Selbstvertrauen. Im Verbund mit einem eindrucksvollen Konzerterlebnis kann Cantania so eine große Menge positiver Energie freisetzen und einen Beitrag zur Persönlichkeitsbildung der Kinder leisten. Höhepunkt ist das gemeinsame Konzert aller Schüler, bei dem das Werk vor einem großen Publikum zur Aufführung gebracht wird. Stunden. 5 Tage in der Woche und das dabei 4.